uns wurden neue Häuser erwähnt. Können wir uns davon vielleicht mal eins angucken? Also es sind halt Häuser, ganz viele normale Häuser. Das heißt, die Häuser, das Interesse der Häuser ist halt darin, besteht halt darin, dass die Spieler halt in den Häusern über Truhen verfügen und dadurch halt die Gegenstände nicht jedes Mal auf die Bank bringen müssen, sondern halt dann auch in ihren Truhen aufbewahren können und dann halt immer abladen, aufladen und Gegenstände lagern können, ohne halt bei der Bank. Es ist ja halt so, dass halt immer diese Gebühren anfallen, und bei der Truhe ist es halt so, dass die Gebühren nicht anfallen. Das heißt also, viele Häuser werden auch als Gildenhäuser benutzt. Das heißt, es ermöglicht auch, dass halt wenn ein Schuster in der Gilde ist, der unheimlich viel Zeug herstellt, was er selber nicht benötigt, kann dann sagen, okay, ich habe jetzt noch so und so viel Zeugs da und wenn es einer braucht, nimmt es euch raus und so weiter. Oder dass man dann halt auch Spielern untereinander dann auch die Möglichkeit gibt, dass man halt auch also um als Frigos wieder hinzukommen, muss ich jetzt halt dann überall ziemlich rumlaufen. Deswegen, also die Häuser unterscheiden, ich meine, sind halt vom Aussehen unterscheiden sie sich schon, aber vor allen Dingen das Interesse der Häuser für die Spieler steht halt hauptsächlich darin, dass die Spieler halt die Möglichkeit haben, über Truhen zu verfügen, und halt vorher war es halt so, dass die Spieler halt, weil alle Häuser verkauft waren, große Möglichkeiten, Schwierigkeiten gehabt haben, überhaupt noch verfügbare Häuser zu finden. Das ist also das hauptsächliche Interesse der Häuser, und halt sonst, es sind auch wirklich, ich finde, sie sind wirklich nett anzusehen und hübsch gemacht, die Häuser. Hier sieht man also Häuser, wo man halt dann meistens, wenn sie einem Spieler gehören, sind die Häuser dann verriegelt und es steht dann halt, hier ist also ein Haus, was man betreten kann. Und halt auch die Innenräume sind auch wirklich mit vielen Details dann auch ausgestattet und so. Man kann dann auch meistens hier dann noch einen anderen Raum betreten. Kann man die Räume dann auch selber ausstatten, oder? Nein, selber ausstatten kann man leider nicht. Das ist vielleicht, kommt vielleicht später irgendwann mal. Aber zurzeit geht es leider noch nicht. Hier kann man dann auch hochgehen. Und oben ist wahrscheinlich dann auch eine Truhe. Ja, hier ist zum Beispiel auch eine von diesen Truhen, von denen ich gesprochen habe, die es halt dann ermöglichen, wenn man halt den entsprechenden Code kennt, dass man dann halt auch Gegenstände in den Truhen ablegen kann und dann halt nicht jedes Mal zur Bank laufen muss. Vor allen Dingen für Leute, die Berufe ausüben, ist es wirklich praktisch, dass man dann halt diese Truhen dann zur Verfügung hat. Und es ist jetzt also so geregelt, dass andere Spieler beliebig das Haus betreten können, oder? Nein, man kann die Tür verriegeln auch, wenn man halt hier zum Beispiel, in das Haus werde ich wahrscheinlich nicht reinkommen. Ja, ich muss dann halt also auf den Code eingeben, um überhaupt in das Haus hereinzukommen. Ja, das ist natürlich. Also nur, dass halt der Spieler über halt auch wirklich über das Haus verfügt und mit dem Haus machen kann, was er möchte. Und wenn das Haus gekauft ist, ist es auch verkauft und es kann sich sozusagen ein anderer Spieler nicht dasselbe Haus nochmal kaufen. Nein, das gehört dann einem Spieler. Das heißt also, das Haus besteht auf jedem Server und der Spieler, der es gekauft hat, der kann halt über das Haus verfügen und halt entweder für sich selber nutzen oder für seine Gilde. Also besteht auf jedem Server, besteht dann dieses Haus. Genau. Das kann sich immer nur ein Spieler kaufen und seine Gilde dann freigeben über diesen Code. Interessant. Ja. Gibt es sonst noch irgendwelche Highlights, die wir hier begutachten könnten? Das ist also im Moment, was auch interessant ist, im Moment findet das Glutaminator-Turnier statt. Das ist also ein Server-Turnier, bei dem alle Server von Dofus, also von der deutsche Server, dann halt die mehrere französische Server, mehrere spanische, mehrere englische, ein italienischer, ein niederländischer Server und halt diese ganzen Server zusammen. Jeder Server hat halt 12 Kämpfer bestimmt, die dann halt in einem riesigen PvP-Turnier gegeneinander antreten. Über Vorrunden oder
jetzt im Moment ist halt finden die Qualifikationskämpfe statt. Und in einiger Zeit findet dann auch das Finale statt, wo dann halt die übrig gebliebenen Mannschaften, die besten Mannschaften, dann im K.O.-System gegeneinander antreten, um dann halt das beste PvP-Team von allen Servern zu bestimmen. Wie groß sind die PvP-Teams in dem Turnier dann? Also es sind halt Teams gebildet worden, wo jede Klasse einmal vertreten worden sind. Das heißt also 12 Spieler. Und die 12 Spieler sind dann in 3 Teams von je 4 Spielern aufgeteilt worden. Man findet dann einige Kämpfe, sind auch schon an YouTube hochgeladen worden. Ja. Kann man sich dann dort halt auch die Zusammenfassung der Spiele dann auch, der Kämpfe dann auch ansehen. Ja, also da geht es sozusagen ordentlich zur Sache hier. Ja, es geht zur Sache und die PvP-Fans sind mit viel Begeisterung dabei und was auch ganz gut ist, bei dem Gultaminator gibt es auch diese Serverwettbewerbe, die es dann halt allen Spielern des Servers ermöglichen, bestimmte Aufgaben zu erfüllen und damit ihre Teams zu unterstützen und den Teams zusätzliche Punkte zu verschaffen. Das klingt auf jeden Fall nach sehr viel PvP-Action. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass da viele Spieler von begeistert sein werden. Ja, es ist ein großer Erfolg. Jetzt sage ich euch mal Wack for the Guardians. Das ist halt jetzt die französische Version, weil die deutsche Version kommt erst in einiger Zeit raus und die halt begleitet dann die Fernsehserie, die Wack for Zeichentrickserie. Ja. Also müsste man dazu sagen, es ist ein Spiel, was in der Dofus-Welt stattfindet? Ja, es findet in der Wakfu-Welt statt. Also der Held, den man verkörpert, ist ein Heliotrop. Das heißt also, die gleiche Klasse, das ist praktisch die 13. Charakterklasse, das ist die gleiche Klasse, wie halt auch Iago, der Held des Spiels, der halt auf der Suche nach seiner Geschichte ist oder der Geschichte seiner Klasse ist. Diese Charakterklassen verkörpert man dann. Und es ist halt wesentlich einfacher als Dofus, weil es nur eine einzige Charakterklasse gibt und hat dann hier halt den Charakter hier und kann dann halt mit dem Charakter dann spielen. Ja. Also erster Einblick in ein komplett neues Spiel hier. Das ist ein reines Browser-Game. Man kann es jetzt schon spielen, ausprobieren, allerdings nur auf die französischen Versionen. Das heißt also, für Leute, die halt kein Französisch verstehen, ist es ein bisschen kompliziert, die Anweisungen zu verstehen. Aber man kann schon sehen, wie es halt aussieht und muss dann halt noch etwas warten auf die deutsche Version. Und was auch wirklich interessant ist an Wack for the Guardians, ist, dass halt der Inhalt nach und nach freigeschaltet wird und es jeweils einen neuen Raum gibt, der halt dann jedes Mal nach einer neuen Episode freigeschaltet wird und der dann halt auch den Inhalt der Episode, die man im Fernsehen gesehen hat, dann auch irgendwie wiedergibt. Das heißt also, man hat dann ähnlichen Gegner, wie halt die Helden damals vorher in der Fernsehserie gehabt haben. Und wenn man die Fernsehserie gesehen hat, erhält man dann auch meistens einen kleinen Hinweis, der einem ermöglicht, dann auch den Gegner zu besiegen, genau. Und in welcher Form wird das bezahltechnisch Das ist rein kostenlos, reines Browser-Game, das heißt, man muss nichts installieren, nichts herunterladen, man muss einfach nur die Adresse in den Browser eingeben. Das Einzige, was man machen muss, man muss sich halt einen Ankama-Account erstellen, mit dem man dann auch Dofus spielen kann. Und wird man dann die Möglichkeit haben, über Micropayments sich Vorteile zu verschaffen, oder wie sieht das aus? Ist sowas überhaupt nicht geplant? Das Spiel ist rein kostenlos. Es ist vollständig kostenlos. Das heißt also, es ist einfach nur, der Zweck des Spiels ist einfach nur, die Spieler so ein bisschen an das MMO und an diese Universum von Ankama und von Wakfu heranzuführen und auch einfach den Zuschauern Lust zu geben, ein MMO zu entdecken für Leute, die das Universum überhaupt nicht kennen. Ja, das klingt auf jeden Fall nach einer guten Einführung in das Ankama-Universum und zusammen mit einer TV-Serie kann ich mir auch vorstellen, dass das doch ziemlich bindet. Ja.
Ja, wir freuen uns wirklich. Dofus-Spieler haben uns schon lange gefragt, ja, wann kommt denn endlich Wakfu im Fernsehen und so weiter, und haben gesagt, können euch leider noch nicht ankündigen, und jetzt sind wir wirklich sehr, sehr froh, dass es jetzt im Herbst endlich so bald sein wird und dass halt Wakfu dann endlich auch im Fernsehen zu sehen sein wird, und halt, wie es halt damals in Frankreich gewesen ist, dass dann halt auch zeitgleich zur Ausstrahlung der Serie dann halt auch Wakfu The Guardians dann auch erscheint, damit man dann halt auch die Episoden mehr oder weniger dann halt auch zu Hause dann nachspielen kann. Das genaue Datum? Das genaue Datum, 27. August, wird die erste Episode dann halt als VOD, kostenloser VOD zur Verfügung stehen auf der Webseite von RTL. Und hier kann ich jetzt auch mal das Spiel zeigen. Hier sieht man halt auch das Tutorial, wo man hier auch sieht, hier sind also auch so ähnlich wie in Dofus die verschiedenen Zauber, die man zur Verfügung hat. Und halt hier auch hier bekommt man halt kurz seine Aufgabe erklärt, kann sich das halt hier kurz durchlesen. Und hier ist auch, man bestimmt wie in Dofus seine Startposition und kann dann hier auf losklicken, wenn man fertig ist, und hat dann halt auch wie in Dofus halt auch oder wie in Wakfu jeweils immer die Bewegungspunkte und ist auch halt rundenbasiert. Es ist also wirklich als Einführung gedacht, wie man halt auch spieltechnisch Dofus oder Wakfu spielt, und halt dann auch als kleiner Einstieg so gedacht. Sozusagen eine vereinfachte Version. Vereinfachte Version, um überhaupt an dieses Spielsystem und halt an dieses Universum, die Klassen und so weiter überhaupt mal einzuführen. Hier sieht man auch die Monster, das sind also auch Monster, die es in Dofus gibt. Das heißt also auch, es ist ein kohärentes Universum, wo man halt dann auch, dadurch, dass man, wenn man ein Spiel schon gespielt hat, dann auch mit den anderen Spielern sich leichter vertraut machen kann. Hier habe ich halt den ersten Gegner schon besiegt. Ja. War also super einfach. Und das wird dann halt im Laufe der Zeit dann halt immer ein bisschen schwieriger. Anders als der erste Freigos-Gegner? Ja, die erste Freigos-Gegner, das ist halt so wirklich die ganz extrem. Ja. Das ist halt vom Allereinfachsten. Und vorhin habe ich halt gerade das Allerschwerste dann halt gezeigt. Das ist halt wirklich das Spektrum, in dem man sich bewegen kann und in dem jeder halt auch die Schwierigkeitsstufe finden kann, die ihm halt entspricht. Das halt von wirklich vom totalen Einsteiger bis zu jemandem, der schon halt relativ bestätigt ist und der schon eine ganze gewisse Zeit Dofus gespielt hat und der halt auch die gerne versucht, die richtige Strategie, die richtige Taktik herauszufinden, um den Dungeon zu meistern. Dann sind auch hier Grundelemente aus Dofus mit verankert, wie zum Beispiel im Gildensystem die Häuser, oder fällt das komplett weg? Also das fällt komplett weg, weil es ist wirklich sehr, sehr stark vereinfacht. Es ist einfach nur das Kampfsystem zu entdecken, die Bewegungspunkte, die Aktionspunkte und so weiter, und halt auch die Ausstattung hat halt nur einen optischen Zweck, also nur um sich von den anderen ein bisschen zu differenzieren, und es ist wirklich sehr, sehr stark vereinfacht, gerade halt auch als Einführung und nicht als wirklich, wenn man wirklich das Spiel gefällt, hat man halt einen leichten Einstieg und dann auch in Dofus, kann dann auch sagen, okay, mir gefällt das Spiel, aber es ist mir langweilig geworden oder ist mir zu einfach, dann halt einfach, ja, dann probier doch mal Dofus aus, und da ist dann halt auch mehr an Spielumfang und an Herausforderungen und auch an Inhalten und Questen und so weiter dann auch dabei für diejenigen, die halt Wakfu The Guardians dann auch wirklich bis zu Ende gespielt haben. Das wird sich auch komplett wirklich nur an dieser TV-Serie, an dieser VOD-Serie entlang schmiegen, und es wird keine zusätzlichen Add-ons oder irgendwas geben. Nein, das ist wirklich, das ist nur, wirklich nur dieser Einstieg. Genau, um es halt als kleines Extra
zu der TV-Serie dann noch dazu, genau. Oder halt auch für diejenigen, denen es gefällt, als Einstieg in MMOs, ja. Auf jeden Fall eine klasse Idee. Ja, prima. Gut. Dann bedanke ich mich recht herzlich. Danke fürs Kommen.